Ja, ein Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, ich freue mich richtig riesig drauf, endlich Pillars of Eternity 2 spielen zu können, nachdem es ja um einen Monat verschoben wurde. Und mir gerade der Feiertag sehr zugute kommt. Also was das Aufnehmen angeht, da ich es blind aufnehmen will. Gut, ich habe schon mal rausgefunden. Hagrim hat nur Gesundheit. Unser Tier hat auch nur Gesundheit. Gut. Wir haben Bindung, wir haben verwundender Schuss. Also es gibt keine Ausdauer mehr. Das ist dann vielleicht so ähnlich wie in Tyranny. Gucken wir mal. The Pirates of Deadfire are notorious. I suggest you deal with them quickly. Okay, sie hat nichts Neues zu sagen, Get armed and suited up. We gotta get on deck. Okay. Das Wort Okaizo wurde an vielen Stellen auf diesem Globus geschrieben und wieder ausgestrichen. Die waren also praktisch viel unterwegs. Na dann, mal raus hier. Oh, und ich sehe gerade, wir tragen unsere Waffe jetzt auf dem Rücken, während wir nicht kämpfen. Das war ja im ersten Teil auch nicht so. Da sind wir die ganze Zeit mit der Waffe rumgerannt. Gut, es lädt. Es hat geladen. Well, what have we here? A little sloop, lost and alone in the storm. Oh, ist die Erzählerstimme deaktiviert worden? Na, was haben wir denn hier? Eine kleine Schaluppe, allein und verloren im Sturm. Ein unwischer, brutal aussehender Kapitän steht stramm vor seiner Mannschaft. Er mustert dich mit finsterem Blick. Sein Haar peitscht den Wind um seine Ohren herum. I'll be taking your ship now, if you don't mind. And especially, if you do. Wenn es dir nichts ausmacht, nehme ich mir jetzt dein Schiff. Und auch wenn... Wenn es dir nichts ausmacht, nehme ich mir jetzt dein Schiff. Und auch wenn es dir was ausmacht, okay. Wenigstens hat er gefragt. Ich habe schon in den Diskussionen gelesen, also im Steam-Forum, dass viele diese Ölfarbenporträts hier nicht so toll finden. Aber mir gefallen sie so gesehen. Edda wirkt darauf richtig, richtig cool. I am a gentleman of fortune. Ich bin ein Glücksritter. Im strömenden Regen zuckt der Captain mit den Schultern, bevor er dich mit langsamen, mörderischen Grinsen fixiert. Give her up easy, and I'll see you get a swift death. It'll be bloody and agonizing, sure. But at least it'll be quick. Übergib es mir ohne Mucken und ich sorge dafür, dass du einen schnellen Tod erhältst. Blutig und schmerzhaft wird er natürlich trotzdem, aber immerhin schnell. Ich habe keinen Streit mit dir, warum willst du mein Schiff? Piraten! Der Sturm ist ganz schön laut, hast du gesagt, du ergibst dich? Wie wunderlich. Ich werde deinen Schädel in der Kabine aufhängen. Eine unhöfliche Geste machen. Angriff. Feuert alle Kanonen auf das Großmaul. Der Sturm ist ganz schön laut, hast du gesagt, du ergibst dich? Wie wunderlich. Und dann will er auch noch seine Hose auf dem Kopf tragen und für uns tanzen. Habe ich das richtig gehört? Also ja, ich versuche wieder Hagrim ein bisschen mürrischer zu spielen und Gemeiner, Vorlauter. Er ist ja nicht Harry. But the breeches are gonna be stitched from your skin. Und ob, aber die Hose wird aus deiner Haut genäht. You got a smart mouth on ya. Careful. That'll get you killed faster than any blade. Du bist ganz schön vorlaut. Vorsicht, das bringt dich schneller um als jede Klinge. Sein Grinsen bringt unheimlich schlechte Zähne zum Vorschein. Listen up, mates. Hört her, Jungs, er lässt seinen Nacken knacken, als er sich an seine Mannschaft wendet. I'm off to spear me a bigger fish. One with sharper teeth like. I'm trusting you lot, not to cock this up. Don't damage the sloop when you take it. Ich angle mir jetzt einen größeren Fisch, wahrscheinlich einen mit schärferen Zähnen. Ich vertraue euch, packt das hier nicht zu vermasseln und beschädigt nicht die Schaluppe, wenn ihr sie euch holt. Play with the crew if you'd like, but don't bring me any prisoners. None that are alive. Spielt ruhig mit der Mannschaft, wenn ihr möchtet, aber bringt mir keine Gefangenen, zumindest keine, die noch leben. Okay, es geht los.
Oh. Ja, da oben sind auch Piraten unterwegs. Okay, wir haben ein Gruppenmitglied verloren. Wir haben es geschafft, aber es scheint nicht vorbei zu sein. Oh ja, das ist so, wie ich es kenne. Also geskriptete Zwischensequenzen. Du hast die Piraten besiegt, aber die Schwierigkeiten sind noch nicht vorbei. Der Sturm nimmt zu, peitscht gegen dein Schiff und treibt dich gefährlich nah an eine felsige Küste heran. Die Mannschaft der Defiant beeilt sich, die Segel einzuholen, um die Luken dicht zu machen. Sie arbeiten schnell, das Schiff hat jedoch immer noch schwere Schlagseite. Genau da rutscht eine Kiste auf dich zu, die auf dem vom Regen glatten Deck immer schneller wird. Sie verfehlt dich, holt aber Chitopec, einen deiner Matrosen, vor den Füßen. Die Defiant hebt sich, Chitopec fällt über die Seite, er greift nach der Reling, aber seine Finger rutschen ab. Er schreit um Hilfe. Die außer Kontrolle geratene Kiste hängt an der Seite des Decks, ist kurz davor, über Bord zu gehen. Da erkennst du vorne auf der Kiste das Symbol und dir wird klar, dass in ihr Bergungsgruppe von Cate Nua deinem Wachturm ist. Nein, wir sind mal nicht so ein Arsch. Wir retten den Matrosen. Du kriegst Chitopecs Arm gerade noch rechtzeitig zu greifen. Für einen kurzen Augenblick hängt er frei über der aufgewühlten See. Dann ziehst du ihn mit einem mächtigen Ruck zurück an Deck. Du hörst ein lautes Platschen. Die Kiste aus Cate Nua ist weg. Chitopec nickt derweil dankend und eilt auf seinen Platz. In der Zwischenzeit hat euch der Sturm beinahe an Land getrieben. Ein Blitz erhält die Dunkelheit und bringt eine trügerische Küstenlinie und den in Ferne davonschreitenden Eotas zum Vorschein. Okay, der ist immer noch riesengroß. Der Ausdruck hat kaum Zeit, einen Warnruf auszustoßen, bevor die Defiant auf Grund läuft. Der Aufprall steuert dich von Deck und in einen Schaum aus wellen Körpern und gesplitterten Resten. Du kämpfst dich hin zum vor dir liegenden Strand, auch wenn die Gisch dich auf das offene Meer mitnehmen will. Du trittst Wasser und paddelst mit aller Kraft, bis du schließlich Sand zwischen deinen Füßen spürst. Du schleppst dich an Land und brichst zusammen. Oh ja, der Loading Screen. Also ich erkenne dort schon mal Edda, Alof und Palegina drauf. Oder einen weiblichen Kanner. Also rechts neben Edda. Ist auf jeden Fall eine Maunain. Und einen verrückten kleinen pelzigen. Wie hießen die nochmal? Jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Ein Weg finden, das Schiff zu reparieren. Die Insel erkunden. Ich bin getting a lot of sleep so far on this trip. I'd awoke you, but she looks so peaceful with your face in the sand. Bis jetzt hast du auf dieser Reise ganz schön viel geschlafen. Ich hätte dich ja geweckt, aber du sahst so friedlich aus mit deinem Gesicht im Sand. Edda streicht sich mit den Fingern durch seinen Haar und erfährt ein Büschel Seegras, das sich darin verfangen hat. Er sieht es sich genauer an und wirft es dann in den Sand. If you're worried about the ship, you can stop worrying. It's wrecked right over there. Wenn du dir um das Schiff Sorgen machst, kannst du damit aufhören. Es liegt da drüben, was davon übrig ist. Er zeigt auf die Defiant, die man von eurem Standpunkt aus ohnehin kaum übersehen kann. So far, it's just you and me and the chair lady over there. Also bis jetzt gibt es nur dich und mich und die Stuhldame da drüben. Edda nickt in Richtung von etwas weiter drüben am Strand. It's a relief to see you awake, my lord. I worried you were in for another long sleep. Ich bin erleichtert, Sie am Leben zu sehen, mein Fürst. Ich hatte schon befürchtet, dass Sie erneut lange schlafen würden. Deine Burg Wurklin scheint zwischen Felsen eingeklemmt zu sein, dennoch ist die Tunnel erfreulich aufmunternd. Uff, was ist passiert? Wo sind wir? Ich hasse Schiffe. Psst, das kann ich hören. Unfortunately, I believe we'll be needing the Defiant yet.
Unless you mean to settle down on the island for good. Warum nicht? Ich fürchte, dass wir die Defiant leider noch brauchen werden. Es sei denn, sie möchten sich hier zur Ruhe setzen. Das ist doch meine Idee. Dann mal los, was tun wir jetzt? Können wir das Schiff zusammenflicken? Bekomme ich Hilfe, Berat? Nein. Was tun wir jetzt? It is your decision, but Aethas still holds a piece of your soul. He was moving inland last I saw of him. I rather think he will have been hard to miss. Es ist ihre Entscheidung, aber Aethas hat auch immer einen Teil ihrer Seele. Als ich ihn zuletzt sah, bewegte er sich in das Landesinnere. Ich denke, dass man ihn kaum übersehen kann. Sehen wir mal nach den Überlebenden und dann müssen wir irgendwie das Schiff repariert bekommen. Ich will nicht auf einem improvisierten Floß von hier wegpaddeln. For now, I'd say your best bet is to find some sign of civilization. If nothing else, we may be able to hire on a shipwright. Ich würde sagen, dass es erst einmal das Beste wäre, nach Spuren von Zivilisation zu suchen. Vielleicht können wir so zumindest einen Schiffsbauer anheuern. My lord, if it is not too taxing, could you explain how it came to pass that you were returned to us? Mein Fürst, wenn es nicht zu viel verlangt ist, können Sie mir erklären, wie es dazu kam, dass Sie uns zurückgegeben wurden? Meine Seele ging in das Jenseits über und Berat stellt mich vor die Wahl. Finde Aethas oder stirb? Berat hat mir eine heilige Pflicht auferlegt. Ich soll Aethas für die anderen Götter jagen. Stellt sich heraus, dass die Götter keine Ahnung haben, was Aethas tut. Also haben sie mich zurückgeschickt, um es herauszufinden. Dramatisch die Augen zusammenkneifen und auf den Ozean hinausstarren. Ich bin zurückgekehrt als der Herold von Berat. Ich habe die spezielle Mission, Aethas aufzuspüren und in Erfahrung zu bringen, was seine Pläne sind. Ja, ich könnte angeben, also gebe ich auch an. Klar, schätze, wenn es eine Mission gibt, die man speziell bezeichnen kann, dann ist es auf jeden Fall diese hier. A perilous endeavor indeed. Castle or no castle, you are still my lord and I will aid you to the best of my ability. Ein gefährliches Unterfangen in der Tat. Ob mit Burg oder ohne, sind sie nach wie vor mein Fürst und ich werde mein Möglichstes tun, um sie zu unterstützen. Well, I suppose we better get a move on. Nun, ich nehme an, wir machen uns bis auf den Weg. Gehen wir, Aether. Wähle die Einzel- oder die Multiklasse für diesen Gefährten. Diese Auswahl kann später nicht geändert werden. Multiklasse-Charaktere werden nicht für neue Spieler empfohlen. Ich lasse in diesem Playthrough mal alles beim Alten und sage, Aether bleibt Kämpfer. Weil Aether ja auch im ersten Teil Kämpfer war. Und weil ich einen Kämpfer jetzt gerade gebrauchen kann. Wie sieht das bei Aether mit der Stufe aus? Er hat keine Stufe. Er ist Weidevolk. Aus dem Dürrwald ist Bauer. Mhm. Rekorde? Nö. Rüstung aus dem Krieg des Heiligen, die hat er immer noch an. Okay. Waffenkunde, mittlerer Schild, Säbel und unbewaffnet. Also ich nehme mal an, Aether hat eine Betäubungsbombe, Trank der kleinen Heilung und Weißblatt. Oh, cool. Das ist nämlich was ich mich gefragt hatte eigentlich. Das sind die Pre-Order-Boni. Ich habe ja Pillars of Eternity 2 vor einer ganzen Weile, also vor über 2 Monaten, Pre-Order. Das hätte ja schon vor einem Monat rauskommen sollen. Ich habe aber wie immer die Physical Box bestellt und war mir jetzt nicht sicher, ob ich die Pre-Order-Boni überhaupt kriegen würde. Ich muss auf jeden Fall nachher nach der Aufnahmesession nochmal nachgucken, ob sie Pre-Order-Boni sind, aber ich gehe mal davon aus. Sieht cool aus. Ich kann es jetzt ausblenden. Ah, sehr cool. Aber nee, den Captain's Hut, den blenden wir nicht aus. Und Schweinchen lassen wir auch ruhig eingeblendet. Es sollte aber noch ein dritten Pre-Order-Gegenstand gegeben haben. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das hier der hier war. Berat schwarze Glocke. Ja, gut. Oh, nice.
Die Formation können wir auch gleich mal ändern. Yes, I'd be glad to. So. Und mal rauszoomen. Help! Somebody! Per Blanca! Das sieht aus wie. Na, das ist Irena, nicht Palinchina. Ein Dolch. Of course.